Willst du dein Leben nachhaltig verändern? Mehr Sinn, mehr Tiefe, mehr Verbindung, mehr Echtheit und Leichtigkeit? Dann haben wir was für dich. Was wir für uns entdeckt haben, das nennt sich gewaltfreie Kommunikation. Jemand hat es mal so definiert, als das ist ein Bewusstseinsprozess, der sich als Kommunikationsmodell tarnt. Das finde ich eine tolle Beschreibung und das beinhaltet die zwei wesentlichen Aspekte, die daran besonders und wertvoll sind. Zum einen ist da ein Prozess, ein Kommunikationsprozess, eine Methode, eine Struktur, die mir hilft, mich zu sortieren bei dem, was in mir passiert und dann auch hilft, mich auszudrücken, mit anderen zu interagieren auf eine Art und Weise, die funktioniert. Und der zweite Teil, der uns ganz besonders am Herzen liegt und tief ist, das ist der Anteil der Persönlichkeitsentwicklung oder der Vertiefung, der Erweiterung meines Bewusstseins, wenn ich so will, der Dinge, die ich mitbekomme. Was läuft in mir ab und was läuft in anderen ab? Das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt. Als Beispiel, wenn du dir vorstellst, wir haben ständig zu tun mit anderen Menschen und es funktioniert mal gut und oft funktioniert es halt auch nicht so gut. Dann habe ich Stress und Streit und jemand macht was oder sagt was und ich bin genervt und ich finde das doof. Ja, und dann kann ich mich entscheiden, halt zu sagen, das ist doof und kann das einfach so raushauen. Ich kann mich allerdings auch entscheiden, vielleicht einen Schritt zurückzugehen, mal einen tiefen Atemzug zu nehmen und zu schauen, okay, was nervt mich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich in mir los? Was denke ich vielleicht über diese Situation und diese Person? Und was brauche ich eigentlich? Warum bin ich genervt? Oder warum bin ich traurig? Oder warum bin ich ängstlich? Und was brauche ich denn eigentlich gerade für mich? Dann bin ich an einem völlig anderen Ort, um zu entscheiden, was mache ich denn jetzt? Was sage ich denn vielleicht zu dieser anderen Person oder was entscheide ich, wie navigiere ich diese Situation? Ja. Und das ist so ein ganz anderer Blick und ein ganz anderer Ansatz und das ist, wo wir Leidenschaft haben, wie navigiere ich die Situationen? Also alle Situationen, mein Leben, das, was in mir passiert, das, was um mich herum passiert, auf eine Art und Weise, die für mich gut funktioniert, sodass ich lebendig sein kann, Freude haben kann in meinem Leben. Darum geht's und mehr von diesen Elementen und wie die funktionieren, erklären wir euch in den folgenden Videos.